Hallo Freunde der kleinen Spur, Abonnentinnen, Abonnenten, ich begrüße euch aufs Herzlichste auf meinem Kanal. Ja, kleines kurzes Update, was heißt kurz, weiß nicht, ob es kurz wird, ist ja doch ein bisschen was. Ich habe meine Bahnsteige entfernt, ich möchte neue. Und zwar war ja das damals, wie die den Bahnhof geplant gehabt habe, war ja das bloß ein Professorium, einfach ein paar Spanplatten drauf, alles Bahnsteige und Ende. Einfach bloß einmal zum Schauen. Später kann man ja wohl was anderes machen. Ja, und das ist jetzt eben soweit. Jetzt machen wir was anderes. Grund ist wieder Sperrholz, aber ich habe da mit Bahnsteigkanten gearbeitet. Ich mache die Kanten in Holzoptik, wie es früher war. Da haben wir das nicht betoniert. Da sind halt die Schwellen gesetzt worden. Und der Rest ist aufgefüllt worden. Und so in dem, der Art habe ich das jetzt auch gemacht. Oder wird gemacht. Ist ja noch nichts gemacht, also nicht fertig. Aber der derzeitige Stand der Dinge, den zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe auch noch an der Landschaft ein bisschen was verändert. Hinten bei der Kirche am Kirchberg, da ist ja im hinteren rechten Eck, ist ja da das anreitige Loch gewesen, das war ja so bescheiden ausgeschaut hat. Da war ja in der Tapete war auch schon ein Riss drin und da haben wir früher mal drüber gegipst und wieder weggerissen und das hat auch nicht mehr schön ausgeschaut. Und da habe ich jetzt auch was anderes gemacht. Das zeige ich aber euch jetzt noch nicht, weil es sollte schon im Fahrbetrieb sein. Habe ich momentan leider keinen. Weil ich halt mit den Bahnsteigen überwand tue. Es ist alles ein bisschen eingestappt. Vom Sägen, vom Hobeln. Und das muss ich jetzt erst einmal ein wenig akklimatisieren, reinigen, noch wieder, wann der Bahnsteig fertig ist. Es wird aber noch dauern. Mal ganz ehrlich sagen, ich bin momentan irgendwie nicht so in der Verfassung, nicht irgendwie drauf, dass ich jeden Tag in den Keller runtergehe. Es ist auch dem scheiß Wetter geschuldet. Ne? Es ist ja nicht mehr schön, lauter Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Hallo, wie geht denn das? Ist doch kein Modellbahnwetter nicht. Ne? Eben, der General drüber schreit, dann musst du den Garten aussehen, dann musst du das machen. Da ist nichts mit Keller. Aber er sagt ja nächste Woche Besserung an. Es könnte regnen, hoffentlich. Da taten nicht bloß die Pflanzen gut, da taten mir gut. Dann würde ich auch wieder etwas mehr auf der Bahn passieren. Schaut euch das Video an, wie ich die Bahnsteig gemacht habe. Und ein kleines Ding habe ich noch für den Belag. Da habe ich was ausprobiert. Es ist recht, ja, interessante Sache. Aber das ist mir dann doch zu aufwendig für die Bahnsteige, weil da brauche ich ja ewig und 11 Tage. Schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß. Pfiat euch einmal. So, dann zeige ich euch, was ich vorhab. Diese Bahnsteige sind ja eigentlich bloß Sperrholzplatten, Bretter. Keine Bahnsteigkanten, auch die Pfosten von der Überdachung, nichts Besonderes. Und die kommen jetzt weg. Das heißt, wir machen neue. So, nochmal verwalten. Und los geht's. So, Abbau erfolgt. Ja. Und jetzt gehen wir ans Frische. Nächsten Schritt haben wir jetzt da eine Kanten reingefräst, natürlich mit der umgestellt. Ja, da haben wir eine Treppe gemacht. Die kommt da rein. Und da an Kanten da haben wir jetzt dann Hölzl reinsetzen. Das zeige ich euch später. Da habe ich jetzt meine kleiner klickt, dann werden wir den ganzen
umdreht. Ja. Dann schaut das jetzt mal so aus. Farbtechnisch weiß ich noch nicht, ob ich es in Holzoptik mache oder in Beton. So, jetzt geht's drauf. Wir brauchen ja irgendeinen Belag drauf. Und da haben wir schon länger her, haben wir so eine Platten gekauft. Das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Kopfsteinpflaster. Aber da habe ich jetzt bloß eine. Und da möchte ich jetzt was probieren. Und das möchte ich euch einmal zeigen, wie das funkt. Und zwar die Platten. Dann nehmen wir handelsüblichen Holzleim. Und den tun wir da drauf. Ja. Nicht sparsam sein. So, das müsste gehen. Einmal. Ja, jetzt wird es Zeit, das Geschäft hier aufmachen. Alles geht irgendwie zur Neige. So, dann tun wir den Leim schön auf der Platte verstreichen. Hört sich blöd an, ist aber so. Ja. Ja. Das verläuft jetzt dann noch recht schön. Das wirst du aber auf jeden Fall jetzt mal gelangen. Nochmal. So, was ist das da? Das lassen wir jetzt. Das kann sich verlaufen. Gut. Und dann sehen wir uns in, naja, schätze mal, 12 Stunden sehen wir uns wieder. Bis dahin. So, es ist eine Zeit lang vergangen. Man sieht eigentlich nichts mehr. Jetzt gehen wir her mit einem Skalpell und tun wir mal da irgendwo am Eck vorsichtig ein bisschen anlösen. So. Und das ist das ganze Geheimnis. Und jetzt gehen wir her und ziehen wir das vorsichtig ab. So, und was haben wir jetzt da? Eigentlich ein Duplikat von der Platten, bloß momentan noch durchsichtig, aber mit der kompletten Struktur drauf. Wenn wir jetzt da hergehen und nehmen wir mal etwas Dunkles. Moment, was Dunkles? Da was Dunkles, herrscht auf Zeiten nochmal. Immer wenn du was brauchst, findest du nichts. Ja, da haben wir was in Grau. Ja. Ich lege jetzt mal da her. Wenn man das drauflegt da. Ich weiß nicht, zieht man das ein wenig. Auf jeden Fall, die Struktur hat sich da abgebildet. Wir haben jetzt aber eine hundertprozentige Nachbildung von dem, was wir da haben. Das kann man jetzt bemalen. Empfehle ich sehr wässrige, also dünne Farbe, dass das auch schön einläuft. Und dann kann man da damit Sachen bespannen. So viel dazu. Ob ich da allerdings jetzt meinen Bahnsteig gemacht damit, weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich noch inspirieren. Bis später nachher. So, und das ist jetzt nach dem Lackieren, also nach dem Bemalen, ist jetzt einmal das Ergebnis. Ja, ich habe also 2 Stück gemacht. Zum besseren Verständnis, das ist die Rückseite. Es schaut nicht schön aus. Aber wenn man es dann umdreht, sieht man das eigentlich recht schön. Ja, da das Gleiche. Und was ich noch gesehen habe, ihr seht die Ränder, das verzieht sich alles ein wenig. Schaut also nicht so toll aus. Ja, jetzt, ich werde es noch einmal probieren, und zwar werde ich meinen Holzleim einfärben. Sprich, weißer Holzleim, schwarze Farbe, mir ist grau werden. Ich probiere das einmal.
Allerdings werde ich den Bahnsteig nicht damit beplanken. Es ist vielleicht was für kleine Sachen, weil du musst gut mit 12 Stunden Trocknungszeit rechnen und das ist mir ein bisschen zu viel. So, vielleicht für einen kleinen Platz einmal oder irgendwas, könnte man das ohne weiteres nehmen. Ne? Oder für Gehsteige, weil da braucht man auch nicht viel. Und da bringt man doch ein bisschen was Ausreißerplatten. Soweit dazu. Ja, gut. Interessante Sache. Muss man haben oder nicht auch. Ich probiere es nochmal mit einem gefärbten Holzleim. Und dann werden wir sehen, was rauskommt dabei. So. Die Bahnsteigrohlinge. Was heißt Rohlinge? Ist schon ein bisschen mehr wie ein Rohling. Liegen. Und jetzt kann man auch die Bahnsteigkanten schön sauber sehen. Ich habe das in Holzoptik gemacht. Belag ist noch keiner drauf. Aber das kommt als nächstes. Da bin ich mir ja noch nicht ganz so schlüssig. Aber ich finde, das schaut recht sauber aus. Ja, das wird der Abgang. Jo, fürs Erste. Ich glaube, das kann man gelten lassen. Wollen gut ein bisschen nachschottern nochmal nachher. Da muss ein bisschen einer weg, weil da Treppen herkommt. Die habe ich etwas kürzer gemacht. Da müssen wir reinschottern ein wenig. Auch da. Ja. Aber das ist dann das Finale, weiß ich noch nicht. Schauen wir, wie es weitergeht.